Wir leben in Deutschland schon lange in einer Demokratie. Der Adel hat also offiziell nichts mehr zu sagen. Trotzdem gibt es hier auch heute noch reiche Adelsfamilien, wie zum Beispiel die Familie Hohenzollern. In diesem Video wollen wir euch das irre Leben der Familie Hohenzollern zeigen, die die direkten Nachfahren des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Sind. Damit ihr wisst, um wen es überhaupt geht, stellen wir euch die aktuellen Mitglieder des Hauses Hohenzollern erstmal kurz vor. Ihr Oberhaupt ist seit rund 20 Jahren der 47-jährige Georg Friedrich Prinz von Preußen. Der Urenkel von Kaiser Wilhelm ist für die Familiengeschäfte verantwortlich und alle anderen Prinzen müssen auf sein Wort hören. Seine Ehefrau ist die 45-jährige Sophie Prinzessin von Preußen. Zusammen hat das Paar drei kleine Söhne und eine Tochter, die alle zwischen 7 und 10 Jahre alt sind. Das Vermögen der Adelsfamilie wird auf mindestens 120 Millionen Euro geschätzt. Nun fragt ihr euch sicherlich, was die aktuellen Vertreter des Hauses Hohenzollern, was immerhin jahrhundertelang eine der bedeutendsten Dynastien Deutschlands war, heutzutage eigentlich machen und wie sie leben, nachdem hierzulande schon seit 1918 kein Kaiser mehr herrscht. Tatsächlich dürfte euch gleich der erste Fakt überraschen. Die Familie lebt trotz ihres Reichtums nämlich nicht etwa in einem Schloss, sondern in einem gemieteten Haus im Potsdamer Stadtteil Babelsberg. Der Prinz verriet in einem Interview, dass er einfach kein Schloss brauche, um sich zu definieren. Statt sich auf dem Familienreichtum auszuruhen, studierte er nach der Schule Betriebswirtschaftslehre und arbeitete dann als Unternehmensberater. Das ist aber natürlich nicht alles, denn Adel verpflichtet bekanntlich und daher leben Georg Friedrich, Prinz von Preußen und Prinzessin Sophie auch ein recht ungewöhnliches Leben, abseits ihrer recht gewöhnlichen Jobs. Unter anderem ist der Prinz beispielsweise Geschäftsführer der preußischen Biermanufaktur, die das Preußenpilz braut. Ebenso engagieren er und seine Frau sich vor allem ehrenamtlich. Zu ihrem Alltag gehören daher viele öffentliche Termine, bei denen sie gesellschaftlich benachteiligten Menschen helfen. Als Vorstandsmitglieder der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung, die nach der Großmutter des Prinzen benannt ist, veranstalten sie beispielsweise Wohltätigkeitskonzerte, mit deren Einnahmen jährlich über 250 armen Kindern kostenlose Auslandsreisen finanziert werden. Außerdem ist Georg Friedrich, Prinz von Preußen, ein großer Lego-Fan und brachte zusammen mit der Firma Blue Bricks eine Art Lego-Version des Schlosses Hohenzollern als Bauset auf den Markt. Auch das Management des echten Schlosses an sich liegt in der Verantwortung des Prinzen. Doch obwohl die Hohenzollern heute recht bescheiden wirken und in einem normalen Mietshaus leben, so könnten sie auch theoretisch in einen Wohnsitz wechseln, der standesgemäßer ist. Denn der Familie gehören neben etlichen anderen Immobilien nämlich auch zwei Drittel der Burg Hohenzollern. Sie liegt auf einem über 850 Meter hohen Berg vor der Schwäbischen Alb und hier spürt man den Glanz alter Zeiten noch an jeder Ecke. Unter anderem gibt es hier nämlich eine riesige eigene Kapelle, in der Gottesdienste abgehalten werden können, oder eine gigantische Stammbaumhalle, in der Gemälde von allen Familienmitgliedern hängen. Auch auf edle Salons und eine Veranstaltungshalle müssen die Adligen hier nicht verzichten. Die ganze Burg mit ihren 300 Zimmern ist mit wertvollen Erinnerungsgegenständen der Familie Hohenzollern dekoriert, wie beispielsweise Gemälden oder dem originalen Schreibtisch von Kaiser Wilhelm II. Das Highlight befindet sich jedoch in der Schatzkammer. Neben anderen Schmuckstücken kann man hier nämlich auch die Krone von Kaiser Wilhelm bewundern, die mit 18 Brillanten und 142 Diamanten besetzt ist. Anstatt dort zu wohnen, hält Georg Friedrich, Prinz von Preußen, seine Burg allerdings für Geschichtsinteressierte und Touristen offen und tatsächlich kommen im Jahr rund 300.000 Besucher vorbei, um hier in die Geschichte der Hohenzollern einzutauchen. Manchmal machen er und seine Familie hier aber auch Urlaub. Dafür stehen ihnen eigene Privatgemächer in der Burg zur Verfügung. Außerdem gehört den Adligen auch
auch die sogenannte Prinzeninsel im großen Plöner See in Schleswig-Holstein. Hier gibt es auch ein Freibad, an dem die Kinder der Familie und natürlich auch schon der Prinz selbst und seine Vorfahren das Schwimmen lernten und das dadurch auch Prinzenbad heißt. Auch wenn die Hohenzollern heute also relativ gewöhnlich leben, so gilt das nicht für ihre Vorfahren. Georg Friedrichs Ur-Urgroßvater Wilhelm II. Genoss als letzter deutscher Kaiser riesigen Luxus und lebte auch wortwörtlich wie ein Kaiser. Allerdings war Kaiser Wilhelm II. Auch politisch sehr revolutionär und tat so viel Gutes für sein Volk. So setzte er schon damals zahlreiche soziale Reformen um. Beispielsweise sorgte er dafür, dass Kinder unter 14 Jahren nur noch eingeschränkt arbeiten mussten, dass Frauen zum Ende ihrer Schwangerschaft gar nicht mehr arbeiten mussten oder dass sonntags die meisten Arbeitnehmer frei bekamen. Sein Großvater Wilhelm I. gründete das Deutsche Reich mit und sein Vorfahre Friedrich der Große war dafür verantwortlich, dass der Anbau von Kartoffeln in Deutschland große Verbreitung fand. Verglichen mit früher hat Prinz Georg heutzutage so gut wie gar keinen Einfluss mehr und gilt offiziell auch als ganz normaler Bürger. Ebenfalls hat er auch deutlich weniger Besitztümer als seine Vorfahren. Der Adelsfamilie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich viel wertvolles Eigentum weggenommen. Im Rahmen der sogenannten Bodenreform verloren die Hohenzollern damals unter anderem 70 Immobilien wie die Burg Rheinfels bei Koblenz oder das Schloss Rheinsberg in Brandenburg. Hinzu kommen etwa 10.000 Kunstobjekte, unter denen sich auch sehr wertvolle Gemälde befinden. All diese Besitztümer gehören aktuell größtenteils offiziell der Bundesrepublik Deutschland, was den Hohenzollern teilweise ein Dorn im Auge ist. Die Familie Hohenzollern wollte wieder Zugriff auf ihre ehemaligen Besitztümer erhalten und zog dafür auch mehrfach vor Gericht. Obwohl Georg Friedrich, Prinz von Preußen, gerade in den letzten Jahren viele Klagen eingereicht hat und Besitztümer in Millionenhöhe zurückforderte, ließ der Urenkel des letzten deutschen Kaisers dann vor kurzem völlig überraschend alle Klagen fallen. Trotzdem hofft der Prinz weiterhin, dass er sich mit den verschiedenen Bundesländern und Deutschland doch noch irgendwie einigen kann, um gewisse Schlösser wieder selber besitzen zu können. Das alles bedeutet übrigens nicht, dass es bei den Hohenzollern nicht auch heute noch Momente gibt, die an das klassische, prunkvolle Adelsleben von früher erinnern. Als Georg Friedrich, Prinz von Preußen, nämlich 2011 zum Beispiel seine heutige Ehefrau Sophie heiratete, lief dieser besondere Tag wahrlich standesgemäß ab. Denn auch Sophie, Prinzessin von Isenburg, wie sie vorher hieß, stammt aus einem uralten Adelsgeschlecht. Das Hochadelsgeschlecht Isenburg reicht bis ins 11. Jahrhundert zurück und herrschte einst über große Ländereien. Da Adelsfamilien viel miteinander verkehren, lernten sich die beiden übrigens schon als kleine Kinder kennen. Und das heißt, es gibt tatsächlich Kinderbilder von uns, wo ich 1,5 bin, mein Mann 3 und wir gemeinsam spielen. Geheiratet wurde natürlich nicht einfach nur im Standesamt, sondern Georg Friedrich, Prinz von Preußen und seine Sophie feierten nach der Trauung in den prächtigen Schlossanlagen von Sanssouci in Potsdam. Das Paar fuhr dort mit einer Pferdekutsche vor und empfing mehr als 1.000 Gäste, wovon etwa 700 Vertreter aus allen wichtigen Adelsfamilien aus ganz Europa waren. Auch deutsche Politiker wie der Ministerpräsident von Brandenburg ließen sich die prunkvolle Feier nicht entgehen und mehr als 100 Journalisten aus aller Welt kamen, um über die Hochzeit zu berichten. Das Event wurde sogar live im Fernsehen übertragen und den Gästen wurde neben einem luxuriösen Galadinner auch so einiges geboten. Unter anderem gab es ein riesiges Konzert. Auch die Familie Hohenzollern selbst ist regelmäßig bei anderen Adeligen auf prunkvollen Hochzeiten, etwa in Monaco bei Fürst Albert oder bei Zeremonien in Schweden zu Gast und trifft sich dort mit anderen bekannten Adeligen oder Politikern wie etwa dem Bundespräsidenten. Wenn euch dieses Video über das Leben der letzten deutschen Adelsfamilie gefallen hat, seht euch auch unbedingt mal unser Video über eine geheimnisvolle Familie an, der ganz Europa
Europa gehört. Ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut.